Einen wunderschönen guten Tag. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Heavenly Sword. Wir haben ja gerade den fliegenden Fuchs besiegt. In einem spektakulären, actiongeladenen Fight, den ich fast vergeigt habe. Und gehen jetzt weiter und müssen nämlich unsere gefangenen Kameraden und unseren Vater finden. Und da war wieder der Rabe. Ja, behaltet den in Erinnerung. Der wird später noch wichtig. Etwas. Wichtig. So. Dann gehen wir Mist. Mal. Sie ist es. Schnell! Wir schmeißen die Toten auf. Aua! Sie. Das ist aber nett. Ist klar, so ein Körper kann mich umhauen, aber wenn mich so ein Fass trifft, dann passiert nichts. Naja. Nicht mein Problem. Dürfen wir jetzt mal wieder den Gegner kloppen. Ja, ich muss erstmal wieder warm werden. Ich habe jetzt wieder einige Zeit nicht gespielt und ich muss erstmal wieder reinkommen. Wow, aber ich habe direkt einen Konter geschafft im schweren Modus, also im schweren Angriffmodus. Boah, könnt ihr mal aufhören zu blocken? Nur weil ihr Schilder tragt, heißt das nicht, dass ihr jetzt jeden Schlag blocken müsst. Das ist nämlich echt nervig. Boah, Leute. Ach ja, ich liebe so Gegner, die alles blocken. Ich kann gar nicht genug von denen bekommen. Die blocken ja echt alles. Die blocken jeden kleinen Angriff. Und ich vergesse immer den Controller zu schütteln, wenn ich in die Luft geworfen werde. Das sollte ich nämlich vielleicht machen, weil dann nehme ich weniger Schaden und kann denen noch ein bisschen Schaden zufügen. Zack, so, den hätten wir, glaube ich, oder? Er lebt immer noch. Bah. Jetzt nicht mehr. So. Die dicken Typen, die sind manchmal echt nervig. Ah, jo, jetzt habe ich's. So, das war's. Die sind tot. Kann ich mir hier so eine. Der ist doch nicht tot. Meine Güte. Nicht nur, dass die alles blocken, nein, die halten nur noch unendlich viel aus. So. Schluss. Aus. Ende. Okay. Da liegt nicht zufällig eine Vase rum, die ich jetzt gerade übersehen habe. Nö, doch da. Nee, doch nicht. Ach, das ist so ein Typ. Ja, Entschuldigung. Ich habe mich verguckt. Dann werfen wir den halt weg. Hui. So. Okidoki, dann werden wir mal das Tür öffnen mit diesem komplizierten Mechanismus. Mein Gott. Was die aber auch von einem Spieler verlangen hier. Puh. Gerade so hinbekommen. Mein Clan glaubte daran, dass es eine Ehre sei, das Schwert zu bewachen. Ich tat es nicht. Ich verachtete es. Ich stellte mir insgeheim vor, dass das himmlische Schwert vielleicht doch nur ein einfaches Schwert war. Kein Geschenk des Himmels, auf das eines Tages eine Gottheit Anspruch erheben würde, um alles zu richten. Nach diesem Tag wäre ich kein Fluch mehr und keines der anderen Dinge, die man mir nachsagt. Diesen Gedanken behielt ich für mich. Ja, da sieht man, wie wunderbar synchron der Untertitel mit der Sprachaufnahme kooperiert, nämlich fast gar nicht. Ja, und hier, als ich das erste Mal das hier gesehen habe, da kommt jetzt so ein schöner Kamerawinkel oder so eine schöne Kamerafahrt. Da hat man das erste Mal gesehen, weil es ja für damalige Verhältnisse noch revolutionär aussah. Heute gibt es natürlich Spiele, die Grafik noch übertreffen, aber da habe ich echt gedacht, boah, die PS3, die kann was. Guckt euch das mal bitte an. Herrlich. Ach. Wer wäre da nicht gerne? So, und da haben wir auch schon das Gefängnis gefunden. Was macht sie hier? Verdammter Rico, du bist in die Falle getappt. Vielleicht kann sie uns helfen. Am besten hilft sie erstmal sich selbst. Ach, sich selbst zu helfen ist kein Problem. Nicht für Nariko. Ja, kommt schon. Dieses blöde Warten auf die Gegner.
Nicht nur, dass man auf die warten muss, nein, danach darf man ihnen auch noch ordentlich auf den Sack gehen. Die blocken schon wieder alles. Kriege ich gleich noch Hass. Das hat wehgetan. So, den hat's schön zerlegt. Ich versuche jetzt mal wieder zwei von den Punkten zu sammeln, weil dann kann ich wieder diesen schönen Angriff machen, der für Männer sehr schmerzhaft ist, den ihr vielleicht schon im letzten Teil gesehen habt. Weil den mache ich nämlich immer wieder gerne. Und an dem Move erkennt man auch am besten, dass Nariko anscheinend keine Männer mag. Ja, Leute. Sowas hasse ich ja. Okay. So, jetzt haben wir die beiden Punkte voll. Und dann mache ich mal mit dem hier. Einen schönen Trick. Au, 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 au. Au, au, au. Ja, das hat wehgetan. Und durch die Wucht des Schlages sind alle anderen im Umfeld mit umgekippt. Sodass ich so ein paar nacheinander abstechen konnte. Ah, meine Güte. Ja. Wenn ihr das Spiel einmal durchgespielt habt, dann bekommt ihr noch den Höllenmodus. Was nichts anderes heißt als ein extrem hoher Schwierigkeitsgrad. Ich muss allerdings zugeben, dass ich den noch nicht ausprobiert habe. Weil ich lieber ein Fan von etwas leichteren Spielen bin und es mir ungerne selber unnötig schwer mache. Ach komm schon. Meine Güte, was soll ich denn noch für Kombos auf dem Stapel lassen? Damit die endlich mal die Blockade hier durchdrungen wird von den Pennern. So. Noch einer, aber der blockt auch wie Sau. So, das war's. Nariko, Shen ist nicht bei uns. Bohan hält ihn irgendwo anders. Ja, und mit der nachfolgenden Zwischensequenz muss ich mich jetzt auch schon wieder verabschieden für den Teil. Aber wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Also bis dahin, haut rein. Ciao. Zeitalter, schickt der Himmel uns einen Auserwählten, um der Welt eine Form zu geben, nach göttlicher Vision. Ich bin der eine. Wo ist das Schwert? General Fliegender Fuchs, ich hoffe, dass dieser Fehlschlag eurerseits ein Versuch war, mich zu amüsieren. Und kein Beweis eurer grenzenlosen Dummheit. Oh, ich bin kein Idiot, Sire. Das ist wohl Ansichtssache, Süßer. Spricht da jemand? Hier riecht so nach Fischern. Wie eine gammelnde Krake mit kriechenden, schleimigen Maden. Besser als ein geschlechtsloser, hässlicher Verzeihung. Mit Messern, die überall hervorstechen. Verzeihung. Lachen macht Spaß. Aber gerne doch, Sir. General. Versteht? Ich brauche einen Leibwächter, denn man trachtet mir nach dem Leben. Wie macht ihr das? Beschützen werde ich euch mit meinem eigenen Leben, Sire. Zum richtigen Preis. Sire.